Guten Abend, meine Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen hier aus dem Kunsthistorischen Museum zu unserem Donnerstagabend im Museum. Mein Name ist Daniel Uchtmann, ich bin Kunsthistoriker und Kunstvermittler und freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder dabei sind. Ich sehe immer wieder, dass wir wirklich auch Stammgäste haben, die sich immer wieder dazuschalten, sei es hier über Zoom oder auch aktuell über Facebook. Darüber freuen wir uns sehr, dass Sie dabei sind. Vielleicht zum wiederholten Male, vielleicht zum ersten Mal und nicht nur aus Wien, nicht nur aus Österreich, sondern auch aus anderen Weltgegenden. Meine Damen und Herren, heute erleben wir die Fortsetzung eines Donnerstagsabends, den wir vor einiger Zeit schon mal hatten, mit der Direktorin der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung, Dr. Regina Hölzel. Sie berichtet heute über den Fortgang und auch allgemein über ein ganz besonderes Projekt, das wir gerade haben. Ein solches Museum wie das Kunsthistorische Museum beherbergt Hunderttausende von sehr, sehr alten Objekten. Die ältesten tatsächlich in der ägyptisch-orientalischen Sammlung. Und dieses Museum ist nichtsdestotrotz ein sehr lebendiger Organismus. Das bedeutet, nicht nur die Objekte müssen gepflegt und gehegt werden. Jedes einzelne Objekt wird durch Restauratorinnen natürlich auf Herz und Nieren geprüft und ihr weiterer Bestand sichergestellt. Das gilt natürlich auch für die Hardware, für die Hülle, für das Museum selbst. Und einer der schönsten Sammlungen ihrer Art weltweit ist die ägyptisch-orientalische Sammlung mit ihren unnachahmlichen Malereien an der Wand. Und darüber berichtet heute Regina Hölzel. Ein Restaurierprojekt. Ein Projekt, das natürlich materiell sehr aufwendig, aber äußerst notwendig ist. Und dass das so passieren kann, wie es gerade passiert, ist nicht zuletzt auch Ihren Beiträgen zu verdanken. Viele von Ihnen und vielen Menschen danken wir für die Spende für dieses Projekt. Und ich darf auch die Gelegenheit nutzen, Sie zu bitten, weiterhin zu spenden, noch einmal oder erstmalig zu spenden. Sie finden die entsprechenden Informationen auf unserer Homepage www.khm.at oder auch ganz am Ende dieses Beitrages werden Sie eine entsprechende Information finden. Also schon einmal vielen Dank für bereits gespendetes Geld und vielleicht auch für zukünftige Spenden. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt noch Dr. Regina Hölzel vorstellen. Sie ist seit 2008 Direktorin der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien. Während ihres Studiums der Ägyptologie und der Völkerkunde an der Universität Wien nahm sie an diversen archäologischen Grabungen in Österreich, Liechtenstein und Ägypten teil und absolvierte längere Forschungsaufenthalte in Großbritannien, aber auch am Metropolitan Museum of Art in New York. Es folgte eine mehrjährige Mitarbeit am CAA-Projekt Corpus Antiquitatum Ägypticiarum des KM zur Vorbereitung der Publikationen der Reliefs- und Inschriftensteine des Alten Reiches aus den Beständen des KM. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass wir hier in der ägyptisch-orientalischen Sammlung eine ganz große und bedeutende Sammlung an Objekten aus dem Alten Reich besitzen. Regina Hölzels wissenschaftliche Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Bearbeitung der Funde und des Archivmaterials der Grabungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, welche im frühen 20. Jahrhundert in Ägypten und Nubien durchgeführt wurden. Sie beteiligte sich an zahlreichen Sonderausstellungen des KHM in In- und Ausland, wie zum Beispiel Gold der Pharaonen in Wien 2001, eine sehr, sehr erfolgreiche Ausstellung, oder die Pyramiden Ägyptens auf der Schallaburg 2004 oder Egypt, The Great Civilization in Seoul, Sydney und Singapur 2009-2010. Dr. Regina Hölzel war Ausstellungskuratorin der Sonderausstellung im Schatten der Pyramiden. Da ging es um die österreichischen Grabungen in Giza, das war 2013 die Ausstellung, oder auch ein ägyptisches Puzzle, KM, hier in Wien im Jahr 2015 und zuletzt der vergessene Papyrus, hier bei uns im Jahr 2018. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, falls Sie möchten, Fragen in den Chat zu stellen und ich werde diese Fragen dann am Ende vortragen. Und jetzt, liebe Regina,
überlasse ich dir das Wort und wir freuen uns sehr auf die spannende Fortsetzung und zu erfahren, wie es weitergeht in deiner Sammlung. Danke dir. Ja, lieber Daniel, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum zweiten Teil dieser Vortragsreihe über die Restaurierung der historischen Wand- und Deckenmalereien in den Schauräumen der ägyptisch-orientalischen Sammlung. Nun, was erwartet Sie heute? Zunächst einmal werde ich ganz kurz die Themen des ersten Vortrages zusammenfassen für alle die, die beim Vortrag im Februar nicht dabei waren. Dann im zweiten Teil werde ich Ihnen die vorbereitenden Maßnahmen vorstellen, also alle Tätigkeiten, die von unserer Seite aus unternommen werden mussten, bevor mit den eigentlichen Restaurierungsarbeiten begonnen werden konnte. Der Hauptteil des Vortrages beschäftigt sich dann mit den eigentlichen Restaurierungsarbeiten, die momentan noch im Gange sind. Es arbeiten ja zwei Teams parallel. Das eine ist Markus Grön und sein Team, das sich mit den historischen Wandtapeten auseinandersetzt, und das Team von Heike Fricke-Tinzel, das die Restaurierung der Wand- und Deckenmalereien unternimmt. Diese und auch nächste Woche wird dann noch in Saal 1 restauriert. Dann gibt es eine kurze Unterbrechung und ab Mitte Juli werden dann die Restaurierungsarbeiten in Saal 5 sowohl an den Wandtapeten als auch an der Decke fortgesetzt. Die Wandtapeten, die einige Wände in den Schauräumen der ägyptisch-orientalischen Sammlung schmücken, sind ja vergrößerte Kopien der Wandmalereien im Grab des Gaufürsten Khnumhotep II. In Beni Hassan in Mittelägypten aus der 12. Dynastie des Mittleren Reiches aus einer Zeit so um 1870 vor Christus. Beni Hassan liegt ja am Ostufer des Nils, circa 23 Kilometer südlich des Ortes El Minya. Die Nekropole des Mittleren Reiches besteht dort aus insgesamt 39 Felsgräbern sowie einer Vielzahl von Schachtgräbern. Und auch das Felsgrab von Khnumhotep II. Liegt, wie auch die anderen Felsgräber, auf einer kleinen Anhöhe. Sie sehen es hier rechts oben im Bild. Es weist eine Fassade mit zwei kannelierten Säulen auf und auch die dahinterliegende große Halle wies ursprünglich Säulen auf, die aber leider nicht mehr erhalten sind. Und diese große Halle, die Sie rechts unten sehen, ist überaus reich dekoriert. An der Ostwand sehen Sie den Durchgang zu einem Schrein. Dort befand sich eine aus dem natürlichen Stein herausgemeißelte Grabstatue des Grabherrn. Leider ist da jetzt nur noch der Thron dieser sitzenden Statue übrig geblieben. Nahe der Südwand, also rechts unten im Bild, sind im Boden zwei Grabschächte eingelassen und die führten dann zu den unterirdischen Bestattungsanlagen. Die Wandmalereien in der großen Halle zeigen die für die Grabdekoration des Mittleren Reiches typischen Szenen. Das sind Opferszenen, Darstellungen handwerklicher Tätigkeiten, Fischfang, Vogelfang, Jagdszenen, alles Mögliche. Was leider sind die Darstellungen im Originalgrab jedoch in einem sehr schlechten Zustand. Zum einen aufgrund von Wassereinbrüchen, Verschmutzungen durch Insekten und Fledermäuse, aber auch durch die antike Nutzung als Wohnräume und später auch als Kirchen, aber natürlich auch durch Vandalismus sind sie vielfach beschädigt worden. Darüber hinaus haben frühe Kopisten die Wandmalereien, die farbigen Wandmalereien, zusätzlich dann noch einmal mit Öl eingestrichen, damit die Farben besser zur Geltung kommen. Und das hat dann dazu geführt, dass das Öl diesen Schmutz richtig angezogen hat und so ein richtig milchiger Überzug entstanden ist. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt zwischen 1842 und 1845, fand dann die preußische Expedition nach Ägypten und Nubien statt unter der Leitung von Richard Lepsius. Und an jedem Ort, den die Expedition besuchte, wurden Monumente ausgewählt, die dann im Detail vermessen und gezeichnet wurden. In Beni Hassan in Mittelägypten wurde unter anderem das Grab des Gaufürsten Khnumhotep II. Zeichnerisch aufgenommen. Und angefertigt wurden diese Zeichnungen vom Maler und Zeichner Ernst Weidenbach.
einem Mitglied der Expedition. Und hier sehen Sie links unten ein Skizzenblatt von Ernst Weidenbach. Diese Zeichnungen dienten als Vorlage für die umfassende Publikation, die Lepsius dann nach der Rückkehr aus Ägypten publizieren ließ. Das waren insgesamt 12 Text- und Tafelbände, die zwischen 1849 und 1858 erschienen. Und Sie sehen sie oben rechts im Bild. Hier sehen Sie ein Skizzenblatt von Ernst Weidenbach. Diese Zeichnungen dienten als Vorlage für diese Publikation. Der deutsche Ägyptologe Heinrich Brugsch, der ja auch mit Richard Lepsius und auch Ernst Weidenbach bekannt war, lebte und arbeitete eine Zeit lang in Ägypten und stand in den Diensten des ägyptischen Khediven und Vizekönigs Ismail Pascha. Und von Ismail Pascha erhielt Brugsch dann auch den Auftrag, den ägyptischen Pavillon für die Wiener Weltausstellung von 1873 zu gestalten. Neben einer Moschee, einem Bazar und anderen zeitgenössischen ägyptischen Einrichtungen wollte Brugsch aber unbedingt auch das pharaonische Ägypten präsentieren. Und er entschied sich daher, das Grab des Khnumhotep, des Gaufürsten aus Beni Hassan, in vergrößerter Form für die Weltausstellung nachbauen zu lassen und beauftragte Ernst Weidenbach, von dem ja auch die Skizzen des Originalgrabes stammten, mit der Herstellung der Wandbilder in vergrößertem Maßstab. Nach dem Ende der Weltausstellung wurden diese Reproduktionen der Grabwände dann eine Zeit lang in der Burghauptmannschaft aufbewahrt, bis man sich entschlossen hat, die Tapetenbahnen für die Ausgestaltung der ägyptischen Schauräume des neu errichteten Kunsthistorischen Museums zu verwenden, das ja 1891 eröffnet wurde. Der Großteil dieser Tapetenbahnen wurde in Saal 1 angebracht. Da jedoch nicht alle Szenen untergebracht werden konnten, wurden weitere Tapetenbahnen in den angrenzenden Sälen, das ist Saal 2 und Saal 5, an den Wänden befestigt. In Saal 1 weist die Fensterfront keine Tapeten auf, allerdings wurde die Wand dort im selben Stil bemalt wie eben die gegenüberliegende Wand, auch mit denselben Sujets. Darüber hinaus wurden auch die Decken in den ägyptischen Schauräumen mit altägyptischen Motiven verziert. Also Sie sehen es hier links unten. Im Saal 1 sind das beispielsweise der Sternenhimmel mit den wiederholenden Geiern. Und diese Darstellung entspricht der Deckendekoration in einem spätzeitlichen Grab, und zwar konkret im Grab des Wesirs Barkenrenef aus Saqqara, aus der 26. Dynastie um 600 vor Christus. Also diese Deckendekoration ist deutlich jünger als das Grab von Khnumhotep II. Weder die historischen Wandtapeten noch die Wand- und Deckenmalereien wurden seit der Eröffnung des Kunsthistorischen Museums 1891 umfassend restauriert. Es gab wohl partielle Überarbeitungen, Nachklebungen, Retuschen und Reparaturen. Man sieht hier zum Beispiel Risse, die mit Nägeln fixiert worden sind. Und auch die Decken waren sehr stark verschmutzt, an manchen Stellen durch Wassereinbrüche sehr stark beschädigt, wie Sie zum Beispiel rechts oben sehen können. Es war also wirklich an der Zeit, hier etwas zu unternehmen und die Wand- und Deckenmalerei umfassend zu restaurieren. Im Jahr 2019 haben wir daher eine umfassende Schadenskartierung veranlasst, um das Ausmaß der Restaurierungsarbeiten feststellen zu können. Und es wurde schon erwähnt, dank einer Vielzahl an Spendern konnten die Mittel für die Restaurierung zur Verfügung gestellt werden und die Restaurierungsarbeiten sowohl für die Tapeten als auch für die Wand und Decke konnten in Auftrag gegeben werden. Aber bevor die eigentlichen Restaurierungsarbeiten beginnen konnten, waren noch diverse Vorbereitungen notwendig. Dazu zählte zum Beispiel die komplette Fotodokumentation der Wände vor der Restaurierung, damit wir nach Abschluss des Projektes dann Vergleiche zwischen vorher und nachher anstellen können.
Diese Fotodokumentation wurde von den Mitarbeitern unseres Fotoateliers durchgeführt, die, wie man hier auch auf den Fotos ganz deutlich sieht, unbedingt schwindelfrei sein müssen, denn sie mussten mittels Hebebühne oder auch Leitern wirklich in recht hohe Höhen, um die Wände eben entsprechend fotografieren und systematisch durchfotografieren und dokumentieren zu können. Und das Ergebnis wurde dann gleich einmal noch in den Schauräumen vor Ort überprüft. Ein wichtiges Thema war natürlich der Schutz der freistehenden Objekte und der Vitrinen. Diese wurden von unseren Sammlungsrestauratorinnen Vanessa Nowak und Caroline Halbwachs mittels Etafoamplatten, Teilwegvlies und Luftpolsterfolie abgedeckt. Ja, da die Objekte und Vitrinen für die Dauer der Restaurierungsarbeiten vor Ort in Saal 1 bleiben würden, mussten sie natürlich entsprechend geschützt werden, vor allem weil im gesamten Saal ein Gerüst aufgestellt werden sollte. Am 3. Mai 2021 begann schließlich der Gerüstaufbau und da hatte ich dann schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, muss ich ehrlich ganz sagen. Tag für Tag konnten wir dann verfolgen, wie das Gerüst weiter in die Höhe wuchs. In circa 5 Metern Höhe wurde ein durchgehendes Plateau mit mehreren Stufen aufgebaut, damit man das Deckengewölbe erreichen konnte. Unterhalb des Plateaus gibt es dann auch auf halber Höhe einen umlaufenden Gang, um die unteren Teile der Wandtapeten auch gut zu erreichen. Zusätzlich wurden auch kleinere Schutzplateaus oberhalb der freistehenden Objekte und Vitrinen angebracht, für den Fall, dass doch Werkzeuge, Materialien herunterfallen sollten, waren hier die Objekte und Vitrinen nochmal zusätzlich geschützt. Ich danke hier ganz herzlich dem KHM-Videoteam für diesen Zeitraffer-Film, der einen guten Überblick bietet, was sich getan hat. Ja, das fertige Gerüst sehen Sie hier jetzt nochmals, oben links mit dem Arbeitsplateau, in den verschiedenen Stufen unterhalb vom Gewölbe und auch darunter den umlaufenden Gang auf halber Höhe. Somit waren dann eigentlich alle Vorbereitungen abgeschlossen und die eigentlichen Restaurierungsarbeiten konnten beginnen. Die Restaurierung der historischen Wandtapeten wird von Markus Grön und seinem Team durchgeführt. Folgende Arbeitsschritte waren geplant oder sind geplant. Zunächst erfolgte mal eine Trockenreinigung der Oberfläche der Tapeten. Dann wurden die losen Tapetenbahnen abgenommen. Die dahinterliegenden Wände wurden gereinigt, geglättet und vorbereitet. In der Zwischenzeit wurden die Rückseiten der abgenommenen Tapeten ebenfalls gereinigt und restauriert, bevor sie dann wieder in Saal 1 angebracht wurden. Abschließend wurden noch Retuschen, Ausbesserungen vorgenommen. Diese Arbeiten dauern noch an. Da ein Teil der Tapeten, vor allem im oberen Bereich, nicht mehr am Untergrund haftete, wurden diese abgenommen. Dabei zeigte sich, dass die Tapetenbahnen mit Stoffbändern an den Wänden befestigt waren. Dazu wurden ganz, ganz viele Nägel verwendet und beim Ablösen der Tapeten bzw. der Bänder mussten diese Nägel natürlich vorsichtig von der Wand gelöst werden. Da die Wand hinter den Tapeten in keinem sehr guten Zustand war, kam es da immer wieder zu Ausbrüchen in der Wand, was zu einer größeren Staubbelastung als ursprünglich angenommen führte. Darüber hinaus fielen auch immer wieder kleinere Verputzteile herunter. Das war auch mit ein Grund, warum der Saal 1 während der Restaurierungsarbeiten doch geschlossen bleiben musste und weiterhin noch geschlossen bleibt. Auch wir haben bereits bei der Planung des Gerüsts festgestellt, dass man durch dieses durchgehende Plateau von unten auch gar nicht wirklich sieht, was oben am Gerüst passiert. Und daher konnten wir unseren ursprünglichen Plan, nämlich den Saal während der Restaurierungsarbeiten den Besuchern zugänglich zu machen und sie irgendwie teilhaben zu lassen, an diesem Projekt leider nicht in die Tat umsetzen. Hier sehen Sie links Rückseiten einer Tapetenbahn. Man sieht deutlich, dass man bei der Anbringung der Tapeten mitunter ziemlich gestückelt hat, also ein Flickwerk.
Rechts oben sehen Sie den Herrn Krön mit einem dieser Stoffbänder, das zur Befestigung der Tapeten an die Wand genagelt wurde. Zwischen den Tapetenbahnen gab es auch Metallleisten, schmale Metallleisten, die die Stöße der einzelnen Bahnen verdecken sollten. Sie dienten eigentlich nicht primär, wie ursprünglich angenommen, zur Befestigung der Tapeten, sondern wirklich zum optisch Verdecken der Stöße der Tapeten. Die Metallleisten waren mit Holzdübeln an der Wand befestigt und die Überreste dieser Holzdübel sehen Sie noch im Bild rechts unten. Hier nochmals die Tapetenrückseiten, die ganz dick mit Mehlkleister eingestrichen waren. Die bemalten Kartonbahnen sind ja keine eigentlichen Tapeten, sondern sie sind viel schwerer und steifer als richtige Tapeten und daher war es wohl sehr schwierig, sie an den Wänden zu befestigen. Dieses Problem stellte sich wahrscheinlich schon 1873 beim Aufbau des Grabnachbaus bei der Weltausstellung. Links unten sehen Sie den Zustand einer der Wände nach der Abnahme der Tapeten, also wie man deutlich sieht, in einem bedauernswerten Zustand. Rechts sieht man die entfernten Metallleisten mit den Überresten der alten Holzdübel. Diese Metallleisten wurden nicht wiederverwendet, sondern es wurde eine andere Lösung gefunden, um die Stöße zwischen den Tapetenbahnen zu verdecken. Bei der Abnahme einer Tapetenbahn von Wand B zeigte sich, dass sich hinter der bemalten Kartonwand noch ein weiteres bemaltes Kartonstück befand. Es enthielt Darstellungen eines sogenannten Chekerfries. Das ist ein altägyptisches Abschlussornament, das man also bei dekorierten Wandflächen häufig findet. Das gibt es schon seit dem Alten Reich. Dieses in Ägypten sehr weit verbreitete Dekorationsmotiv wurde ja dann auch als Abschlussornament oberhalb der Tapeten auf die Wände gemalt, allerdings in einer etwas anderen Farbgestaltung. Also bis hier gehen die Tapeten und ab hier ist gemalt und das ist eben auch so ein Chekerfries. Dies war die einzige doppelte Tapetenbahn, die wir gefunden haben, zumindest in jenen Bereichen, die abgenommen wurden, ob sich hinter den Tapeten, die nicht abgenommen wurden, ein Teil davon blieb oder ein großer Teil konnte Gott sei Dank vor Ort bleiben. Ob sich dort noch weitere doppelte Tapetenteile verstecken, das lässt sich leider nicht feststellen. Unten sehen Sie jetzt dann noch die Vorbereitung der Wände für das Wiederaufbringen der abgenommenen Tapetenteile. Die wurden geglättet, gesäubert und dann mit Archivpapier beklebt. Und so entstand ein sauberer Untergrund für die Wiederanbringung der Tapetenbahnen. Die abgenommenen Tapetenteile wurden dann in die Werkstatt von Herrn Krön ins Weinviertel gebracht. Und dort wurden die Rückseiten mechanisch gereinigt. Das heißt, dieser dicke Mehlkleister, diese dicke Schicht wurde vorsichtig abgenommen. Als nächstes wurden die Risse an den Tapeten und insbesondere auch die beschädigten Kanten mit Japanpapier hinterklebt und dazu wurde ein spezieller Kleister angerührt und regelrecht gekocht. Und Sie sehen unten den Herrn Krön beim Kochen dieses Kleisters in seiner Küche. Die gereinigten und restaurierten Tapetenbahnen wurden dann zurück ins Kunsthistorische Museum transportiert und zunächst einmal auf dem Gerüstplateau ausgelegt. Vor dem Wiederanbringen an die Wand, wurden sie zunächst einmal mit Wasser besprüht, das sehen Sie in der Mitte oben, und dann mit einem speziellen Kleister bestrichen. Und schließlich wurden sie dann eben wieder an den Wänden befestigt. Es wurden weder Nägel noch Metallleisten zur Befestigung benötigt. Der nun verwendete moderne Kleister ist alterungsbeständig und wir gehen davon aus, dass die Tapeten jetzt noch weitere 150 Jahre mindestens hier im Museum hängen werden. Nachdem alle Tapeten wieder an Ort und Stelle waren, folgten nun die Retuschearbeiten an den Tapetenvorderseiten und diese Arbeiten dauern immer noch an und werden auch nächste Woche noch andauern.
Dabei werden Fehlstellen und die nachgedunkelten alten Retuschen etwas ausgeglichen, damit es von unten aus für den Besucher ein angenehmes, einheitliches Bild ergibt. Die Übergänge zwischen den Tapetenbahnen werden mit schwarzen Bändern aus Karton geschlossen. Die alten verbogenen Metallleisten wurden ja nicht mehr verwendet. Außerdem sollte ja vermieden werden, in diese schlecht erhaltenen Wände wieder Löcher zu schlagen. Manche Bereiche der Tapetenvorderseite stellen eine besondere Herausforderung dar. Vor allem jene Stellen, an denen sehr viel gestückelt wurde und sich also um ein richtiges Flickwerk handelt. Da sehen Sie hier das Beispiel, das obere Foto, ein Wandausschnitt vor der Retusche und darunter schließlich nach der Retusche. Ja, so viel einmal zu der Restaurierung der Wandtapeten. Zu den historischen Wandtapeten wurde ja auch die Wand- und Deckenmalerei restauriert. Und in Saal 1 sind ja, wie erwähnt, schon an der Fensterfront keine Tapeten angebracht, sondern die Wände sind mit denselben Sujets der Tapeten bemalt. Und auch an den anderen Wänden sind oberhalb der Tapeten überall Bereiche, die bemalt wurden. Diese Restaurierungsarbeiten werden von Heike Fricke-Tinsel und ihrem Team, vor allem von Berenike Wassertal-Zuccari und John Rogers, durchgeführt. Und die Arbeiten an Wand und Decke umfassen folgende Arbeitsschritte. Das ist zum einen auch wiederum eine mechanische Trockenreinigung mit Wischabschwämmchen, Schollen- und Malschichtfestigung, das Kitten von Ausbrüchen und Löchern, und natürlich ganz wichtig hier auch wieder die Retusche. Bei der mechanischen Trockenreinigung wurden zunächst noch einige Flächen so belassen, damit man den Grad der Verschmutzung sieht. Also das ist vor allem auch hier in diesem Bereich unterhalb des Gewölbes wirklich eindrucksvoll. Aber auch bei einigen der Vögel an der Fensterfront sieht man deutlich, also wie verschmutzt die Wände eigentlich waren. Einige Worte vielleicht auch zum Sternenhimmel an der Decke. Die Sterne wurden offenbar mittels Schablonen an der Decke angebracht, aufgemalt. Bei der Abnahme einer Tapetenbahn an Wand C unterhalb zeigte sich, dass unterhalb dieser Tapetenbahnen Abdrücke von Sternen waren. Also möglicherweise hat man hier probiert, die Schablonen ausprobiert, das Dekor ausprobiert. Es würde auch vielleicht dafür sprechen, dass die Decke vor den Wänden dekoriert wurde. Im Zuge der Reinigung der Decke wurden auch einige Sterne gefunden, bei denen der Kreis in der Mitte vergessen wurde oder dieser Kreis zumindest nicht rot angemalt wurde. Bei insgesamt mehr als 10.000 Sternen an der Decke von Saal 1 ist das natürlich nichts außergewöhnlich, dass hier es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist und man das ein oder andere vergessen hat. John Rogers hat die Sterne nicht durchgezählt, er hat sie zwar alle gereinigt, aber er hat eine Hochrechnung angestellt und ist eben auf 10.000 Sterne in beiden Gewölben von Saal 1 gekommen. An manchen Stellen des Sternenhimmels ist die Farbfassung nicht stabil, sondern weist Abplatzungen auf, die gefestigt werden müssen. Dazu wird die Stelle zunächst mit einer Wasserethanolmischung vorgefeuchtet, damit das verdünnte Festigungsmaterial besser einziehen kann. Der Restaurator arbeitet hier mit zwei Spritzen, eine Spritze mit der Alkoholmischung, die andere mit der Festigungsflüssigkeit, durch die die Flüssigkeit dann an die gewünschte Stelle gebracht wird. Zum Schluss wird dann die Stelle noch vorsichtig abgetupft, wie Sie hier sehen können. An Stellen, wo die Farbfassung sehr stark kreidet, das heißt pulvrig ist, ist eine Malschichtfestigung mit Hilfe von Japanpapier notwendig. Das Japanpapier fungiert dabei als Trennschicht. Mit einem Pinsel, der mit der Festigungsflüssigkeit getränkt ist, streicht man über das Japanpapier und kann dadurch auch etwas Druck ausüben auf die kreidende Oberfläche.
Das Festigungsmaterial wirkt dabei durch das Japanpapier hindurch. Und wenn das Festigungsmaterial eingezogen ist, dann kann das Papier auch wieder entfernt werden. Neben dem Sternenhimmel, der partiell auf diese Art und Weise gefestigt werden musste, wurden auch einige Vögel an der Fensterwand hier mittels Japanpapier verarztet. An manchen Stellen müssen größere Löcher und Ausbrüche gekittet werden. Dies geschieht mit Kalk, Mörtel und Wasser. Ein wichtiger Arbeitsschritt auch hier ist die Retusche, da es an vielen Stellen zu Farbabplatzungen gekommen ist. Und solche Farbabplatzungen geschehen zum Beispiel durch einen schlecht bindenden Untergrund oder auch durch zu dicken Farbauftrag. Retuschiert wird mit Gouache-Farben, die wasserlöslich sind und ein Gummi-Arabicum als Bindemittel haben. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen, um den passenden Farbwert und auch um die entsprechende Sättigung zu erreichen. Hier sieht man die Restauratorin bei einer Retuschetechnik, dem sogenannten Auspunkten. Das ist eine spezielle Retuschetechnik, die vor allem bei kleineren Flächen angewendet wird. Eine andere Retuschetechnik ist das Tratteggio, die sogenannte Strichretusche. Diese Technik ist auch für größere Flächen geeignet, wie man hier sehr gut beim Farbband hier im blauen Bereich und im grünen Bereich erkennen kann. Hier rechts wurde auch Tratteggio angewendet, und zwar als Retusche, um eine alte Retusche, die sehr flächig war und dadurch störend war, etwas abzumildern. Die unteren Fotos zeigen den Weg, wie man Fehlstellen ergänzt. Da wird zunächst einmal mit Bleistift das Muster vorgezeichnet, das dann ergänzt werden soll, und dann wieder in mehreren Schritten mit Gouache-Farben hier das Bild vervollkommnet. Ja, wie geht es nun weiter? Die Restaurierungsarbeiten an den Tapeten sowie an den Wand- und Deckenmalereien in Saal 1 werden nächste Woche abgeschlossen. Dann wird das Gerüst in Saal 1 wieder abgebaut und gleichzeitig im angrenzenden Saal 5 wieder aufgebaut. Und es geht dann weiter mit den Restaurierungsarbeiten in Saal 5 ab Mitte Juli. Mit Ende August wird dann hoffentlich das gesamte Projekt abgeschlossen sein. Nach dem Ende der Restaurierungsarbeiten wird der Fokus unserer Arbeiten dann auf der wissenschaftlichen Erforschung und der Publikation der historischen Wandtapeten liegen, die ich gemeinsam mit Professor Dr. Peter Janoschi vom Institut für Ägyptologie vorbereite. In der Publikation geht es dann vor allem um die Entstehung der Tapeten und wie sie ins Kunsthistorische Museum gelangt sind. Hier gibt es noch viele Lücken in der Dokumentation, die es zu füllen gilt. Es wird aber auch um das Originalgrab in Beni Hassan gehen und auch um eine genaue Auseinandersetzung mit den Szenen und Darstellungen, und zwar sowohl im Originalgrab als auch bei den vergrößerten Kopien in unseren Schauräumen. Wir wollen zum Beispiel die Szenen im Originalgrab mit den Darstellungen auf unseren Wandtapeten genau vergleichen. Wir möchten recherchieren, wer die Tapeten gemalt hat. Ein rascher Vergleich der Hieroglyphen an den verschiedenen Wänden zeigt deutlich, dass hier unterschiedliche Maler, unterschiedlich geschulte Maler auch am Werk waren. Ich habe hier nur ganz rasch die Gesichtshieroglyphe Herr zusammengestellt, und da gibt es, wie man deutlich sehen kann, Maler, die das ihr Handwerk etwas besser beherrscht haben als andere. Also auch diesen Dingen wollen wir nachgehen. Darüber hinaus wurden manche Szenen auf den Tapeten auch modern interpretiert, so zum Beispiel die Darstellung der sitzenden Frau, des Grabherrn. In der Abbildung der Szene bei Lepsius, bei dieser Publikation aus dem 19. Jahrhundert, sind bei beiden Füßen der Frau die Fußinnenseiten dargestellt. Ich habe es hier eingekreist. Das ist die für Ägypten typische Art der Darstellung der Füße.
Bei den Wandtapeten hat man in diesem Fall hingegen eine realistischere Darstellung gewählt und bei einem Fuß auch die Fußaußenseite mit den einzelnen Zehen wiedergegeben. Das gibt es eben bei den Ägyptern so nicht. Solche und andere Besonderheiten, denen wollen wir im Zuge unserer Recherchen für die Publikation auf die Spur kommen. Die wissenschaftliche Bearbeitung soll 2022 abgeschlossen werden, damit die Publikation im Jahr 2023, also rechtzeitig zum 150-Jahr-Jubiläum der Wiener Weltausstellung, vorliegen kann. Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen des KHM Museumsverbandes bedanken, die an diesem Projekt beteiligt sind. Vor allem aber danke ich den Restauratoren Markus Grün, Heike Fricke-Tinzel, John Rogers und Berenike Wassertal-Zukari für die vielen Informationen, die informativen Gespräche und auch die Einblicke in ihre Restaurierungsarbeit. Die letzten Wochen waren für mich persönlich eine große Freude und auch eine enorme Bereicherung. Und es gab für mich oben am Gerüst unheimlich viel Neues zu entdecken und zu erfahren. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute ein bisschen was davon weitergeben konnte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, liebe Regina. Das waren wieder sehr, sehr spannende Einblicke. Beim letzten Mal waren wir noch vor dem Projekt. Jetzt sind wir mittendrin im Projekt. Vor allem dieser spannende Aufbau des Gerüstes. Das ist eigentlich direkt über mir hier. Ich sitze gleich direkt drunter. Und die ganze Sammlung oder die ersten Säle sind ja von der Dekoration so gemacht, dass man ja als Besucherinnen, Besucher wirklich eintaucht in die ägyptische Welt, auch wenn es jetzt nicht so 100% realistisch ist. Aber jetzt mit dem Gerüst habe ich das Gefühl, man ist so wirklich in einem alten Grab, in dem gerade Restaurierungsarbeiten stattfinden. Es gibt auch Fragen tatsächlich zum originalen Grab. Eine Frage, die mich erstmal interessiert, warst du schon mal dort? Ich leider bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, ich kann das bald in die Tat umsetzen. Also es gibt es noch. Man kann es. Das hoffe ich sehr. Ja, ja. Und eine Frage zu demjenigen, der bestattet wurde, Chnumhotep II. Weißt du etwas über seinen Rang, was der war? Er war ein Gaufürst. Also er war eigentlich der Provinzkaiser dort, kann man sagen. Also er hatte das Sagen in der Provinz. Ein sehr wichtiger Mann. Dann hattest du erwähnt, dass dieses Grab auch im Laufe der Zeit als Wohnraum oder auch als Kirche benutzt wurde. Das heißt, es ist nicht erst in Ausgrabungen aus dem frühen 20. oder späten 19. Jahrhundert bekannt, sondern offenbar schon länger bekannt. Ja, es war natürlich auch in der Antike. Das Mittlere Reich liegt ja schon auch, wenn man die ägyptische Geschichte anschaut, relativ weit zurück. Das heißt, auch in den folgenden Jahrhunderten, Jahrtausenden war dieses Grab in irgendeiner Form zugänglich und wurde genutzt. Und davon kommen ja auch diese auch antiken Schäden der antiken Nutzung. Dann war es sicherlich eine Zeit lang verloren, unbekannt, bis es dann eben Anfang des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt wurde. Es war aber lange Zeit offen, das heißt zugänglich und daher auch Vandalismus ungeschützt ausgesetzt. Das Grab wurde von einer preußischen Gruppe sozusagen entdeckt oder sagen wir mal untersucht. Hat man dort noch Gegenstände gefunden? Und die sind dann vermutlich, wenn es welche gab, nicht in Wien, sondern vermutlich in Berlin oder Kairo, oder? Also davon ist nichts bekannt, dass Gegenstände gefunden wurden. Man hat die Dekorationen sehr genau aufgenommen, gezeichnet, einen Plan angefertigt, aber von Funden ist nicht auszugehen, dass da noch etwas übrig gewesen ist. Das ist wahrscheinlich, ich glaube, überhaupt ein wirklich besonderer Großteil der bekannten Gräber sind vermutlich schon in antiker Zeit ausgeraubt worden, nicht wahr? Ja, definitiv, ja, das ist richtig. Wir haben in den Darstellungen oder auch wenn man das Museum besucht und die Sammlung später wieder besuchen wird, Säulen gesehen. Da war die Frage, ob die auch nachgemacht sind. Nein, wir haben drei originale Papyrusbündelsäulen aus Ägypten, zwei im Saal 1, die momentan nicht zu sehen sind, eine im Saal 5. Die gefunden wurden in Alexandria im 19. Jahrhundert, heißt aber nicht, dass sie ursprünglich von dort stammten,
Sie wurden dort gefunden, wurden dann Kaiser Franz Josef zum Geschenk gemacht. Sie wurden von Alexandria nach Wien transportiert, standen dann eine Weile vor dem unteren Belvedere, bis sie dann im Museum eingebaut wurden als tragende Säulen. Und sie sind die einzigen, meines Wissens, die einzigen altägyptischen Säulen außerhalb Ägyptens, die noch als tragende Säulen die Decke halten. Und das werden sie, sie sind massiv, sie sind Monolith und werden das vermutlich noch sehr, sehr lange tun. Und das ist auch interessant, dass wirklich hier über mir altägyptische Säulen sind, die das Gebäude darüber noch tragen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Idee. Eine letzte Frage. Du hast in einer deiner letzten Folien die Gesichtsglyphe gezeigt, die ich schon irgendwie auch ganz, ganz witzig finde. Und es war deutlich zu sehen, dass da offenbar mehrere Menschen am Werk waren. Teilweise wirkt es auch ein bisschen humoristisch. Was bedeutet diese Hieroglyphe? Bedeutet sie Gesicht oder was bedeutet sie? Das bedeutet mit einem Deutestrich Gesicht, aber auch den Lautwert Herr, also H mit Punkt und R, weil die Hieroglyphen sind ja keine Symbole, sondern es sind Laute, es ist eine Laut, also eine phonetische, sind phonetische Zeichen auch. Und in dem Fall ist es nicht das Gesicht meistens gemeint, sondern wirklich der Lautwert Herr in einem altägyptischen Wort. Eine letzte Frage von unserem Publikum, die sich auf Ägyptologie allgemein bezieht. Und zwar, wann genau setzte das wissenschaftliche oder auch künstlerisch begeisterte Interesse am alten Ägypten ein und war von vornherein im heutigen KM, also in den ehemaligen kaiserlichen Sammlungen, eine Ägypten-Ausstellung, eine ägyptische Sammlung geplant? Also das Interesse an Ägypten, an den Hieroglyphen, setzte in großem Maßstab natürlich mit der napoleonischen Expedition ein, Ende 18. Jahrhundert, und dann mit der Entdeckung des Steins von Rosette, Entzifferung der Hieroglyphen. Also das hat so einen richtigen Boom ausgelöst. Aber Interesse gab es ja schon viel früher. Ich möchte da an Athanasius Kircher denken, der ja sozusagen die Hieroglyphen auch interpretiert hat. Also das Interesse gab es eigentlich schon viel, viel länger. Wissenschaftlich erforscht wird das alte Ägypten eigentlich mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Und da spricht man ja auch von einer regelrechten Ägyptomanie, die sich dann durch Europa gezogen hat. Und das Museum, in dem wir hier uns befinden, ist 1891 fertiggestellt. Wir begehen in diesem Jahr den 130. Geburtstag dieses Gebäudes, was nicht heißt, dass die Sammlung erst aus dieser Zeit stammt. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, wir haben zwar die ältesten Objekte von allen in deiner Sammlung, aber es ist eigentlich die jüngste Sammlung, oder? Im Vergleich zur Gemäldegalerie zum Beispiel. Also das erste altägyptische Objekt kam bereits im 16. Jahrhundert in die kaiserliche Sammlung. Es war noch keine Ägyptensammlung. Wir waren ja auch ursprünglich mit dem Münz- und Antikenkabinett vereint, bevor es diese Aufteilung gegeben hat. Aber die Habsburger, das Museum geht ja aus den kaiserlichen Sammlungen hervor, und die haben schon gesammelt Ägyptiaker, kuriose Dinge, und da waren auch eben schon relativ früh ein paar ägyptische Dinge dabei. Das Gros kam eigentlich dann erst Anfang wiederum des 19. Jahrhunderts in die Sammlung. Und auch durch Expeditionen, die von Österreich oder vom Kaiserhaus ausgestattet wurden. Das war dann im 20. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert. Liebe Regina, vielen, vielen Dank. Du hältst uns auf dem Laufenden. Wir dürfen weiteres von dir erwarten. Du hast schon angekündigt, es wird auch eine Publikation geben. Auch darauf dürfen wir sehr gespannt sein. Es kommt ja selten vor, dass nicht nur die Objekte im Mittelpunkt des Interesses stehen, sondern auch das Gebäude und auch die Dekoration, die ja auch schon fast zum alten Meisterbestand gehört. Wir reden hier von 1873, das ist also auch schon etwas länger her. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf weiteres. Weiterhin viel Erfolg bei diesem Vorhaben. Und meine Damen und Herren, Ihnen noch einmal großen Dank für Ihre geleistete Spenden und ein erneuter Aufruf. Bitte unterstützen Sie uns weiter. Sie werden gleich im Anschluss oder jetzt im Chat werden Sie auch eine E-Mail-Adresse
oder eine Homepage, wo Sie sich informieren können, falls Sie etwas beitragen möchten. Ich darf noch auf den nächsten Donnerstag, auf die kommende Woche aufmerksam machen. Da wird unsere Kollegin und Kuratorin der Schatzkammer und der Kunstkammer, Dr. Katja Schmitz von Ledebur, zu uns sprechen. Sie ist Kuratorin einer Ausstellung, die im Moment in Schloss Ambras in Innsbruck stattfindet. Schloss Ambras ist ja gehört ebenso zum KM-Museumsverband dazu. Und dort läuft jetzt gerade frisch eröffnet die Ausstellung Mode schauen über Mode, Kostümkunde vergangener Jahrhunderte. Und in der kommenden Woche wird Katja Schmitz von Ledebur zu uns sprechen über herrschende Mode oder Mode der herrschenden Kleidung in Gemälde der Renaissance und des Barock. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem worüber man sich in der Kunstgeschichte im Allgemeinen nicht immer so viele Gedanken gemacht. Da dürfen wir auf gespannt sein. Ich danke den Kolleginnen, die im Hintergrund uns technisch betreut haben, Tina Madel, Viktoria Kohut, Ella Esk und Angelika Kronreif. Ich danke Ihnen allen zu Hause oder wo auch immer Sie sind, fürs Zuschauen und Zuhören, für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, einen schönen Abend, auf Wiedersehen.